Die Schlange, die er hält. Die Weltenschlange? Zu klein. Ja, aber vielleicht ist Thor auch echt groß. Unwahrscheinlich. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du? Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Rennt ihr überall so herum? Puh! Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Das ist mein Wort. Immer wieder gern. Und jetzt raus hier.
was weißt du über die Schlange im See? Nur, dass sie verdammt groß ist. Klar. Konzentrieren, Junge! Den Turm hindurch zum Berg. Bereit. Quakia! Tja. War ein Versuch. Ha!
kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders als die anderen. Das Wasser gesunken ist, wurde neue Strände freigelegt. Wir sollten dort nach Ressourcen suchen. Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein, das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schärfen. Ich wusste es. Wir blasen in das Horn. Nein, wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die habe ich. Ohne die ganze Schüssel kann ich das nicht lesen.
waren ziemlich schwach. Sieh mal hier, noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar. Lesen. Ich kann sie nicht lesen. Was ist das? Riecht furchtbar. Gift. Bald können wir die Runen auf Muspelheim übersetzen. Was waren das für Dinger? Die rochen furchtbar. Meine Mutter nannte sie Hohnstangen. Giftmagie. Sie hat mir gezeigt, wie man sie deaktivieren kann. Was? Es ist lustig, mir vorzustellen, wie sie dir was beibringt.
Ja. Das ist falsch. Wow, wirklich neblig hier. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein, er ist unbedeutend. Entschuldigung, aber woher hast du diese Axt? Das geht nur mich etwas an. Und das bezweifle ich gar nicht. Die Klinge kenne ich. Das ist eine von uns, aber die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass du ihr was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Faye tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Na gut. Ich verbessere diese Axt. Aber niemand hat darum gebeten. Ja, stimmt. Aber deine Mutter, sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Akt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat durch meinen Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja, doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwester Freya. Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Oh... Oh. Oh. Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer... ...besten, bestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen, ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte, Mathurin Semgengur Egin Vegumhans. Gengur Egin. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Cindy. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Pass auf, wo du hingehst. Hier ist niemand Nettes mehr, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern, aber die meisten wollen einen umbringen. Klar. Gehen wir es an.
Was ist mit dir, Kleiner? Und zurück zu dir. Noch was? Ich überlege. Es geht mich zwar nichts an, aber an deiner Stelle würde ich mir dieses Symbol vom Hals waschen. Es soll uns angeblich schützen. War das gelogen? Oh nein, es ist ja tatsächlich ein Schutzsymbol, aber um aus diesem Pigment streichfähige Farbe zu machen, mischt man es mit Keilerurin. Und ist das wirklich besser als der Tod? Vielleicht ein wenig. Naja, ist ja dein Hals. Buah.